Risiko. Ja, man bedarf Leider. Risiko. Ja, das war jetzt Risiko. Ich war heute im Gym, ich habe die Schnauze voll, die Kunden gehen mal alle auf den Sack, es war einfach zu teuer da ein. Da musst du überlegen, ne? Jetzt gibt es Angebot bei McFit. Eintritt, sag ich schon. Kostet Mitgliedschaft 1 Euro, habe ich gesagt, wirst du was? Dafür kann ich mal ein eigenes Fitnessstudio kaufen. So. Hat nicht ganz funktioniert, deshalb habe ich mir zwei Co-Investoren mit an Bord geholt, den guten Speedtorn. Ja, hä? Was geht? Mr. Muscle Maschine und Flunderdrachen Eiweiß Bombe himself. Ich kann zumindest so weit sagen, von mir kriegst du keinen Cent für die Scheiße. So, und deshalb, ja, wird es wieder im Jahr hängen bleiben. Guck mal, kostet mich plus 5000, erforderliches Level 1, habe ich. So, direkt gekauft das Ding. Und damit Das hallo geht und auch gleich herzlich los, ich willkommen dachte. im Übrigen, ja, zum Gym Simulator 24. Ja, Gym Simulator natürlich, Gym Ach ja, Simulator grüße 24. dich, genau. Bauen wir heute ein eigenes Gym auf. Oder wir. Oh mein Und ja, Gott. von auf Steam kann er schon runterladen, ist wieder Oh. ein Simulator halt, ne? So, guck mal an, Größe kann man einstellen. Was? Das ist der Ja, Körper auch ein. Namensschrift oben drauf bestimmt. Auf dem Gym, oder was? Ja. Geil. Oh Gott. Oh je. Oh Gott. Die Aufnahme ist nicht mal eine Minute alt. Ich kann schon wieder abschalten. Ist nicht gut, Jim Eieiei. Beam? Ja, passt, passt. Eigentlich Ja, ist sogar doch. gut. Doch, lass. Alles gut, da war es mal große Fresse. Man muss ganz klein. Nee, natürlich, wir sind ja big, Leute. Wir wollen ja big werden. Und das kannst du ja nicht, wenn, ne? So. Allerdings, die Farbe nimmst du nicht an irgendwie. Ich weiß nicht, ob du da auf Logo bearbeiten gehen musst dann. Also du hast ja dort Pfeile nochmal. Links und rechts. Ah! Ach, gibt's noch ein Logo dazu? Boah, geil. Oh, Oh ja. Jungs, jetzt. Ah, hier, da sehe ich Welcome to mich. my world. Sind alle drei geil, aber ich nehme das. Die Kasse auch noch mit der Passt einfach Kühe. am besten zu mir. Ja, Ja. mache ich volle Kanne. Muss ja voll auffallen. Ne? So, das haben wir. Schön. Namen und Logo festlegen, das habe ich. Muss ich da einen drücken jetzt? Anwenden Anwenden. Escape. Okay, Escape ist auch komisch. Ja, immer ein Ding, ne? Junge, kannst du mal hier. Ja? Ja, komm mal her, Jim. Komm. Oh, ja, hoppala. Hänge ich gleich an der Wand fest. Ist auch sehr pixelig oder bei mir leider. War ich bestimmt wieder nicht, aber. Bei mir Papiere auf ist dem Gläsern beseitigen. es geht. Ja, das ist ja leider immer dasselbe, wenn ich über Parsec angucke. Wir müssen aber ein bisschen Müll fortschaffen. Genau, raus ich mir den Mist. So. Papier auf dem. Okay, machen wir es mal mit Gläser. Da, guck mal, ein neues Gym hier. Holz kannst du noch. Muss Level 3 sein, okay. Ah, kannst du noch wahrscheinlich erweitern. Und mit Duschen oder whatever. Ach, das ist ja. Ach, ernsthaft jetzt. Na klar. Na, So, geht's wieder erstmal Schritt für weg. Schritt, ja. Schritt für den Tritt. Dann Müll in Fitnessstudio sammeln. Gut. Aber wohin? Links raus. Da ist Also, ein. Jo. Bürgersteig. Ja. Ich stoppen wir jetzt alles in die Tonne, okay. Ja, klar. Kann ja auch beim Machen Sondermüll. alles reinstoppen. Ne? Da kann alles rein. Ey, das war aber beim Vertrag nicht geregelt, als ich das Ding gekauft habe. Dann habe ich gesagt, das ist eine Scheißbude Leerräume hier. Penner. Diese Penner, sag ich euch. Kann da vorstellen, wie das Fitti aussah die ganze Zeit, ne? Ich sag mal, Interessant. Interessant ist, dass er durch das Fitnessstudio aufmacht und hier nebenan ist schon alles voll Fitness, sag ich mal, ne? Ob da harte Konkurrenz, Leute? es regnet ja manchmal, ne? Dann müssen sie halt ins Fitti reingehen, ne? Naja, aber das ist ein schlechtes Konzept. Na, Baby, ich mache ein Fitti auf. Wurscheln, ja. So, ich will mal Wischiwaschi machen. Alles klar, haben wir wie immer. Aber das muss ich auch noch wegräumen, bestimmt, ne? Ah, das geht so, Gott sei Dank. Ich dachte, ich muss ja jetzt den Levelaufstieg, jetzt Knüppel geht's einsetzen. los, ja. Wow. Erfahrungspunkte Habt ihr sammeln, geil. Musik? Ja, ich habe Ja, aber, also ich weiß. ich eingestellt habe ich eigentlich alles, aber ja, es ist Doch wieder keine Musik. komplett leise. Nee, also ich höre auch keine. Ich auch nicht. Gut. Also Ich hab Musik, doch den Glauben den keinen. Regler gab es, ist ja normal da, aber es ist halt keine Musik da. Ich kann es auch nicht ändern. Tut mir leid. Ach, oh Gott. Ja gut, man kann es auch kompliziert machen, ne? Ja, obwohl, musst du nicht so lange draufhalten, das geht auch. So. Computer Nein. benutzen, geil. Nö. Ach, schade. Okay. Kaufe mindestens zwei Ausrüstungen. Kaufe vier Was ist denn das? Umkleidekabinen. Ein Deodorant. Boah, das stinkt.
Übel. Hättest du mal Euro mehr ausgeben können. So. Was soll ich kaufen? Achso. Kaufe mindestens 2 Ausrüstungen. Okay. Das. Ja, auf jeden Fall. Kaufe Umkleidekabinen, kaufe Mülleimer aus dem extra Tab. Mitgliederlisten. Gibt's auch cool. Werbepartner. Oh, gibt's auch noch, kannst du auch machen. Place your ad here. Oh, krass. Kannst du Werbung machen. 3000 Gym-Dollar. Oh. Was haben wir jetzt? Ja, ich drück doch. Gut. Aha. Decke, Vorderseite. Demnächst. Boxring. Ne, MMA-Ring sogar. Okay. Was, also wenn ich jetzt auswähle, kaufe ich es auch gleich, ne? Probieren. Ne, das ist, glaube ich, ja, wenn du das angucken. Ja, wenn du es ausbauen willst, ja, genau. Anders. Level 8. Ja. Okay, gibt aber nicht viel. Ach man, ich will doch nur einfach zurückgehen. Warum geht das bei Escape immer raus? Okay. Ausrüstungen, wo kann ich die kaufen? Könnte bei Shop sein. Ja, sag ich doch. Oh, geil. Das ist mein Ding, ja. Wie viel Kohle haben wir? 25.000 Chill-Dollars. Leute, was braucht man im Fitnessstudio als allererstes? Wo ist er? Der Handelbank. Was gibt's ja eigentlich alles? Level 5. Achso, ist dann auch für Level AP. Also wir können auch gar nicht erst alles kaufen. Wir können die 4 Sachen kaufen, würde ich sagen, kaufen wir Vorrat. Quatsch, Laufband, Vorrat. Was, das ist eine Yogamatte. Eine Matratze. Mhm. Oh je. Oh je. Und ein Rudergerät. Fangen wir klein an, Leute. Boah. Okay. Wow. Das ist auch cool. Fliesen kann man auch neu nehmen. 1000, wie viel haben wir noch? Nehme ich. Farben. Wollen wir es mal ganz schwarz machen? Okay, ist egal. Kauf Umkleidekabinen. Okay, Umkleidekabine haben wir so. Was ist das? Okay. Ja, eine klassische Umkleidekabine, ne? Zählt das? Ach, kaufe 4 Umkleidekabinen. Das ist aber eine Bank, ne? Aber es zählt. Es zählt nur aus dem Umkleideraum-Tab. Ach so, okay. Mhm. Genau. Verrückt. Machen wir das und das und nochmal einen Spind dazu. Oh, der hat aber nicht gezählt. Oh, scheiße, ne. Gut, das zählt. Kaufe Mülleimer aus dem Extra-Tab. Boah, Snackautomat, geil. Vor allem, was du da von Sprung machen musst, Level 7, ne? Ja, jetzt haben wir es doch. Halte Tab gedrückt, um die Werkzeuge... Ja, das haben wir ja schon. Wähle den Hammer, okay. Jetzt, ja, jetzt wird's hart, ja. Jetzt wird's hart. Extra. Das erste, was man wie so ein Stuhl hinstellt, ist ein Bleimer. Ganz klar. Dann, Laufband. So. Ein Hol. Ich wieder auf den. Okay. Ja, ich hätte es anders umgedreht, aber okay. Wieso denn? Ja, da kann man von draußen wenigstens mal. Hä? Aufpassen, wie man trainiert. Ach Gott. Naja, es ist ja. Naja. Nur um neue Kundschaft anzulocken. Ja, ja, nee, das ist ja vollkommen richtig. Gut, dann drehen wir das falsch rum. Also andersrum meine ich. Ja, das ist auch gut. Genau. Da wird schon gerudert. Genau. Ja. Mal was für, das kann man irgendwo in der Ecke legen, weil das finde ich zum. Also Yoga ist natürlich. Können wir eigentlich schon ins Büro vom das, Chef legen? Das ist für die Damen, ne? Dann haben wir hier Umkleiden. Hä? Ja, du musst da um die Umkleide rein, ne? Ja. Alter, eine riesen Umkleide. Kannst du aber. Falsch rumgestellt, scheiße. Egal. Haben wir 2 gekauft davon? Ja, ich sehe halt nicht, wo vorne ist. Ach da, jetzt der Pfeil, ja. Kann ich hier nochmal, kann ich nicht, okay. Ich glaube, hattest du nicht einen Hammer oder sowas? Oder einen Schraubschlüssel? Kannst du es damit nochmal wegmachen, ja, vielleicht? Hier kann ich jetzt hier. Boah, okay.
Okay, das ist cool. Weil jeder da schon mal im Fitnessstudio war, meine lieben Freunde, da weiß natürlich auch, dass man solche Fliesen braucht. Also Gummifliesen sind, wenn da mal eine Hand runterschmeißt, ist nicht so schlimm. Machen wir hier von außen mal eins gesehen, aber... Ja, das, ja, das sieht man auch bei dir, aber... Ja. So, die zimmert gleich komplett durch. Hä? Hey. Sind die alle, oder was? Kann das sein? Lalala. Ich wollte ja an der Mitte so einen Weg lassen jetzt, aber ich hab's vergeigt. Ich hab's, passt jetzt nicht mal mit Eingang, leider. Außer Alkohol jetzt. So. Oh, so sieht doch nicht schlecht aus. Dann muss ich den Mülleimer platzieren, aber in der Dings steht dort. Platziere Mülleimer im Männerumkleide. Shit. Probieren wir das mal mit dem Hammer, was der Klunker gesagt hat. Das ist keine Wahl, haben wir. Nee, ich möchte nicht bauen. Warte mal, wie komme ich jetzt wieder auf das? Ja, jetzt. Der Hammer. Nee, da kann ich nur. Beim Hammer wähle ich aus quasi. Und du hast dann noch den Schraubenschlüssel. Das kann ich gleich mal probieren, ja. Aber stell erstmal noch einen Spind hier rein. Alter. Ah, das ist das gepixelt, Leute. Nehmt es auch nicht übel, aber. Das glaubt mir immer keiner, aber das ist bei mir so, wieder so pixelig, dass ich kaum was sehe. Das ist wieder falsch rumgestellt. Jetzt ist es richtig rum. Echt, also. Wenn ich so stehen bleibe, geht es im Pixelfilm, aber sobald ich mich bewege, ist es brutal. Vielleicht. Hallo? Hab ich den jetzt? Oder halt das Handsymbol. Vielleicht kannst du damit ein Handsymbol machen. Mensch. Nee. Hau dir einer. Schraubenschlüssel hatte ich aber vorhin in der Hand eigentlich. Reparaturwerkzeug ist das, okay. Ausrüstung umkleiden kann ich. Nee, ich kann es aber nicht mehr. Aber dann ist es so, okay. So, das heißt jetzt aber, ich muss nur noch einen Mülleimer, Mülleimer kaufen. Weil die habe ich ja dummerweise an meinem Eingangsdings platziert. Denk gerade drauf, dass es auch noch Frauen gibt, ne? Du bist jetzt nur bei den Männern drin. Nicht, dass du dann nochmal für die Frauen alles kaufen musst. Da trainieren aber Männer. Nicht? Hallo? Boah, Alter, das hängt übel. Oh, jetzt. Ja, also ich kann leider, muss mal kurz, jetzt geht's. Ne, geht auch nicht. Wenn ich jetzt mit meiner Maus drehen will mich, komme ich nicht weiter als hier, weil ich sonst auf meinen anderen Bildschirm rüber komme. Okay. Ja. Oh, es ging doch aber gerade, was soll das? Ja, ich kann mich nicht drehen. Bin immer dann. Da rutscht aus dem Bild raus. Also ich bin nicht im Spiel sozusagen. Dann warte mal. Machen Sie mal nix. Gute Technik. So, probier jetzt mal wieder. Ja, jetzt geht's. Das haben wir wieder gemacht, Flunder. It's magic. Ich hab dir einfach die Berechtigung genommen und dir wieder gegeben. So. Jetzt krieg ich aber den Mülleimer nicht mehr weggehoben, scheiß Mist. Mit X. Ach doch, den kann man tatsächlich wieder nehmen. Dann stellen wir links und rechts einen rein. Ja, so groß sind die Umkleiden gar nicht. Wenn du mal für ein paar Leute das siehst und wirkt es jetzt groß, aber. Ja. Also, sobald ich einen Gegenstand platziere, dann spinnst du rum. Ja. Hab ich. Ne, jetzt habe ich das Gleiche. Komm wieder auf den Bildschirm raus. Schade. Dann musst du, warte mal. Dann. Oh, komm, Leute. Kick ich dich mal und du das nochmal neu einwählen, bitte. Komm, ja, komm, der Kundschaft läuft noch davon. Ja, draußen die Ende, die hätte es gerade schon wieder nötig gehabt, eigentlich. Die hätte es doch nicht weiterlaufen. Warte. Ah, jetzt kannst du.
Moin, möchten Sie einen Termin? Gehe zum Computer, habe ich, warte mal. Aaron Turner. Ich möchte mich für eine Standardmitgliedschaft anmelden. Alles klar, kriegst du VIP. Betrüger. Wieso denn? Warum? Ist er abgehauen. Ach Junge, da war doch viel mehr am Paket. Ach komm. Das hast du verdient. War doch viel mehr am Paket drin. Zu Recht, mein Freund, zu Recht. Komm doch, Turner, komm doch. Das wird doch, mir klingt das doch hin. Junge, habt ihr, das ist doch nicht so gemein. Jetzt kommt er wieder zurück. Guck mal, wie du aussiehst, brauchst du es dringend, wirklich. Kannst du nur einen empfehlen. Ja. Ja. Auf dich kann man hier verzichten, Pfeife. Standardmitgliedschaft. Ziehen ich ja nie Kohle, ja. Ja, ganz ehrlich, ich hab schon verkackt. Naja. Was macht ein Fitnessstudio-Besitzer? Geh mal aus meinem Rauchen. Hey, ich Basketball, könnte ich das spielen hier? Ne, wollte ich vorhin schon, aber es ging nicht. Schade. Na gut. Das ist aber auch so ein klassisches Gym, ne? Also so richtig hässlich mit Backsteinen und also nicht sehr einladend, sag ich mal. Ja. Da sind dann, kannst du bestimmt Duschen reinbauen, könnte ich mir vorstellen. Was haben wir für Level 2? Okay. Boah, jetzt kommt ja gerade rein, oder was? Musst du wieder warten, bis der nächste Kundschaft kommt. Ach, guck mal, das kann ich auch. Kann ich doch noch drehen. Warte mal. Da habe ich noch Zeit. Vielleicht kann ich den Spin doch, das Ding doch drehen. Hab's nicht gesehen. Ja, kann ich tatsächlich. Dann nehme ich das wieder rein. Ich dachte schon, was krabbelt mich denn? Dann läuft bei mir auf dem Gesicht ein Marienkäfer rum. Wirklich? Ja. Hey, Freund, wo kommst denn du her? Ich muss den mal kurz aussetzen. Ja, man nimmt hier noch eine Umkleide rein. Siehst du? So, dann haben wir ja noch einen Spind, der falsch rumsteht. Den können wir auch noch umswitchen, Leute. Dann klappt es auch mit dem Nachbar. Wenn ich meine solche betrügerischen Verträge abschließe. Ah ja, gut, ich würde mich auch aufregen im Fitnessstudio, ne? Wenn dann eiskalt zu ist. Ich dachte, ich wollte es mal versuchen. Krabbelt es im Gesicht und auf einmal greifst du ran, hast einen Marienkäfer in der Hand, ey. Was ist denn hier los? So. Will gerade nochmal kommen. Naja, es wird anscheinend ein bisschen dauern, ne? So, Mitgliederliste haben wir null. Kannst ja mal auf ein neues Mitglied gehen, vielleicht passiert da dann was. Nö. Wünschigkeit 1. Der Mike. Tägliches Gehalt 300, okay. Mikey, mach sauber, ja. Da kriegst du am Tag 300. Ja. Ja. Dann würde ich ja auch anfangen dort, also ganz ehrlich. Definitiv. Do it for the people who want to see you fail. Never stop until you win. Ach, das ist ja geil, Sprüche. The only bad workout is the one you didn't do it. Genau, sieht ziemlich aus, Leute. Push yourselves to your limits. Push it to the limit. Also ich hätte eigentlich unglaublich gerne erstmal ein Radio, weil diese Stelle hier macht mich ja fertig. Also ich mag eigentlich nicht so Fitnessstudio Musik, weil das meistens nicht meine Richtung ist. Aber wenn dann kleine, ich glaube, wenn gar keine Musik wäre, wäre auch doof. Weil ich bin jetzt keiner, der mit Kopfhörer ins Fitnessstudio geht. Weil mich nervt das dann immer. Aha. Ja, hey, genau. Das hast du ja, doch gesehen. Du hast es dringend nötig. Ja. So, nee, bei auf. Komm, wir machen ganz fair. Was willst du haben? Niedrige Klasse, würde ich sagen. Ja, dann du auf, bitte. Ja, ich mache niedrige Klasse. Bitteschön. Bitteschön. Gerne gemacht, du. Pelzabschneider. Ja, fehlen noch die Umkleiden für divers. Dass du das sehen willst, wundert mich. Ich will es nicht sehen, ich will wissen, was, ob dieses wirklich. Ja, Tatsache. Und wie ist es? Was, wenn ich da jetzt die Bank funde? Na los. Ach, Mist. So, na was, seh mal zu, wie sie trainiert. Sollte mich das. Na klar. Du, deswegen bist du doch im Gym, oder ne? Die ist abgehauen. Ach ne. Oh, ja. Ja, so ist richtig. So ist richtig. Mach bitte schneller hier, so wird heute nichts mehr. Was hat die in der Hand? Umarmt die ein Baby oder was? Das ist halt eine Yoga-Matte. Ja, ne? No, no, muss machen.
Das ist echt anstrengend, so als Fitnessstudio-Besitzer. So, wenn wir jetzt mal auf Mitgliederliste gehen, da haben wir nämlich schon mal eine. Name Michelle Nielsen, tägliche Zahlung. Tägliche Zahlung 150. Dann kannst du alle für 300 Euro so einen Angestellten dir kaufen. Aber verbleibende Mitgliedschaftstage 2, die ist nur noch 2 Tage da. No. Was mache ich denn für Verträge? Die sind doch total dumm. So, warte auf neue Kundschaft. Ah, jetzt stinkt die. Jetzt nimm mal das Spray in der Hand und spray die mal ein. Da bist du dann dabei, ja? Nee, aber ich glaube, dafür ist es da. Boah. Warte mal kurz. Ich hab eine Stinkerin. Ja, ist echt so. Dann passiert aber nichts. Na doch, jetzt. Ach, das ist vorne. Ja, jetzt, okay. Also, wenn ich im Fitti bin und da käme auf mich zu und würde mir hier das Theo in die Fresse spielen, war aber Bullen offen, ja. Ihr stinkt jetzt schon. Warte mal, ich muss mal ablegen. So. So, ich bin bereit. Was möchtest du? Hallo. Alter, 1000 Standard. Okay. Mach los. Du kannst gebrauchen. So. Ja. Ich wollte es wieder versuchen. Aber so, da kannst du jetzt eigentlich schon neue Geräte kaufen wieder. Und putzen musst du auch. Ja, sieht aus wie Sau. Übel, ey. Ihr werdet ja mit ihren Fettflossen drin rumsappen. Kann ja nichts sein, ist ja. Ach so, was haben wir nur über die Zeitung? Was soll Leute hier? Was sind das hier? Wir sind hier voll. Ey, das ist ja schlampig, ja, ey. Vor allem. Da steht ein Mülleimer. Genau, fort. Warum schmeißen wir die Hosen weg? Ja, okay, ja, kann man. Ja, gut, okay. Soll jeder machen, wie er denkt. Mir doch völlig Rolle. Habe ich ein neues Level? Nee, also kann ich ja nichts kaufen. Du kannst doch die Geräte einfach mehrfach kaufen, desto mehr Leute kommen doch danach. Quatsch. Denkst du, was dass da? Das was ausmacht? Hast du auf dem Geld. Ja, aber ich weiß nicht, ob das, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das einen Unterschied macht. Na gut, dann machen wir das mal. Vielleicht brauchst du auch mal umkleiden. Weiß ich auch nicht. Auch das ist du hast noch eine Handelbank kaufen, du kannst eine Laufband kaufen. Mach mal alles. Das geht ab Level 3. Das Laufband habe ich. Das habe ich. Gut. Ja, moin. Bitte? Sie möchten? Ah, niedrig, glaube ich, das hat mit der Laufzeit vielleicht zu tun, wahrscheinlich. Anscheinend, ja. Aber 2 Tagesverträge im Fitti, das ist schon sehr kurios. Das gab's noch nicht mal zu Corona-Zeiten, Leute. So, aber auf ja. Da kommen wir von der richtigen Kerle, ja. Oder mal, vielleicht hat es halt damit was zu tun, welche Sachen du machst. Also eine Yogamatte zum Beispiel eher für die Frauen oder. Also, dass es so auch gedacht ist. Keine Ahnung. Ja, die eine steht schon wieder, genau. Wer dabei, kann ja alles machen. Boah, der Müffelt. Bist doch mal nicht von vorne. Die lassen sich auch Klamotten einfach fallen. Ganz treffen. Kannst aber auch dran, krass aber auch ranhalten, ne? Ja. Okay. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht zu viel Zeit, so wie ihr aussieht. So. Da ist ganz schön noch Mobber hier. Ja, magst du das, Speedy? Ja, typischer Chef. Ja, Pumpkin King. So, das ist auch cool, das gefällt mir. Pumpkin King. Pumpkin King. Ach so. Da sind wir dann trainiert, ne? Kommt nur zu mir, bei mir gibt's kostenloses Deo. Also überlegt das bitte mal, du bist ein Fitti. Also ich speziell, wenn ich trainiere, ich mache ja Sport und keinen Spaß, ne? Und da kommt dann der Trainer einfach und spürt so eine Spray in die Fresse, Alter. Ich würde erstmal direkt eine schießen. Mach das mal bei Markus Rühl, Leute. Mach das mal bei Markus Rühl. Oh. Ja. Ah, da frisst er aber die Dose. Oi, oi. Was ist denn wieder los, Flunder, bitte? Hm. Hören Sie vielleicht da drüben die Fitnessgeräte mausen? Gym 24 Simulator. Ja. Da kann man auch ruhig einmal über Markus Rühl reden. Ach komm, jetzt kommen nicht andere. Mach das. Standard. Nimm dir meinen Sohn. Darf ich anmerken? Ist das jetzt wieder kritisch, wenn ich das sage? Du kannst alles raushauen. Dankeschön, danke.
Damit bin ich raus. Bei den Bahnfrauen gibt es ja weiße Mitglieder oder gelbe vielleicht mal oder grüne. Also grün wären die ja offensichtlich alleine, aber. Das ist aber ein geiles Prinzip. Glaub, die haben es ja mit der Hautfarbe schwarz ein bisschen übertrieben. Also das ist ja schon. Ja, das ist. Was soll denn das wieder heißen? Hm? Naja, es gibt ja. So. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Es gibt braune Menschen. Ja? Und es gibt ja dunkel und noch dunkler. Ja, aber so wie der aussieht, also habe ich noch keinen gesehen. Nee, ja nicht. Ist ja nicht mal, ist nicht mal gesund, was der macht. Aber da geht er jetzt für dir, wird's besser. Für dir wird alles besser. Jetzt will ich aber hinten auf der Handelbank sehen, Junge, ne? Nicht, dass du denkst, kannst du bloß ein bisschen hier am Rudergerät abscheißen, ne? Ein bisschen hier auch für die Mädels. Steroide gibt's auch, wenn du willst. Hm? Du kriegst dann aber deine Kohle. Ist interessant. Oben, was steht da oben? 2%? Fitnessstudio. Schmutzigkeit. Achso, das kann ich nicht lesen, weil da ist Dingszeichen drüber ist. Parsec. So, hör, ja, jetzt. Was ist jetzt? Ja. Boah, ich stöhne. Boah, du Tier, du, hä? Komm noch rein. Lass die Muschi. Komm. Ja, noch 10. Lass die Augen eh was rausgucken. Das ist ja... 9. 8. Los, Baby. Und 3 und ab. Macht eh nicht, was ich sage, aber. Ja, siehst du? Aber du, ja, da habe ich was für dich. Komm, Junge, du hast mal richtig trainiert, das ist gut. Wie es aber aussieht, ey. Duschen brauchst du nicht bei uns. Bei uns geht's. Jo. Das ist so geil. Das ist ja öffentlich nur vor dem. Ja, vor dem Endgerät. Noch alles machen. Ja, nee, da hat jemand geschwitzt oder was anderes. Ja. Ah ja, tatsächlich. Boah, ja, okay, krass. Vor Schreck. Ich habe ja auch noch, glaube ich, genau. Klamotten gehabt. Ja. Das ist. Die nicht das irgendwie... das finde ich irgendwie eigenartig, dass du die wirklich wegschmeißen musst, weil. Also. Ja, ich finde es eigenartig, dass du viele Klamotten rumgibst. Also, wer. Jetzt mal Hand aufs Herz, ja, es muss irgendwie einen Sinn, also muss irgendwas zu tun haben, aber wer würde das machen? Seine Klamotten im Fitnessstudio lassen. Die ziehst du ja an nach dem Video, oder? Ja. Meistens so. Ja, gut. So, gucken wir mal nach unserer Mitgliederliste. 3 Tage, noch ein Tag. Geschätzter Tagesverdienst ja, 700. Das geht doch. Oh, nice. Aber mein Level steigt trotzdem nicht. Langsam. Ich wollte jetzt noch was anderes machen. Oh ja, Sauna. Ach, geil. Guck mal, Umkleideraum Männer, Umkleideraum weiblich. Sauna, gibt's tatsächlich. Oh, mach ich. Oh Gott. Erforderliches Level, ach so, okay. Schade. Aber das stand jetzt hier am Computer nicht drin, ne? Nee, das habe ich auch nicht gesehen. Ja. Schade. Na gut, fällt mir das aber am besten. Ich wollte was anderes machen, aber. Decoration Fliesen net. Wo kann man jetzt nochmal die Fliesen kaufen? Kann dann nochmal. Okay, das wollte ich machen, genau. Ja, bitte. Grün ist die Hoffnung. So. Auswählen. Schlecht. Nein, geh rüber. Da muss ich schon mal drüber gehen, der deckt's nicht. Das sieht zumindest so aus, okay. Jo, nicht schlecht. Mir gefällt's. Habe ich sogar getroffen, kann das sein? Krass. Eigentlich nur abgeschätzt. So, wer möchte, kann noch mal kommen, nicht zum Trainieren. Ich brauche Kohle.
Oder eine andere Form nehmen? Ja. Jetzt hat sich eingeschlafen. Nee. Was? Nee. Wir sind schon da. Das Handy wegflunter. Oh, ganz schnell. Ich hab's ja nicht mehr. Frauen. Was machen wir? Machen wir die beiden Frauen? Zack, zack, zack. Lila, bitte. Könnte ich jetzt. Das ist. Ach, das Männer. Oh, scheiße. Ja, passt. Lass so. Ach komm, der heutigen Zeit ist da. Scheiße, Gott. Kommt hier jemand? Nee. Das ist ja ganz schlecht, also. Anders als bei dem anderen Simulator auf London. Scheint es hier unendlich zu sein, die Farbe. Werden wir sehen. Nee, du hast, glaube ich, Prozentzahlen. Ja, okay. Na. Ey, ist das Blau schon von Haus aus? Okay, krass, habe ich gar nicht gesehen. Nicht wird lila gemacht, wenn ich das will. Sieht doch nicht schlecht aus, die Farbe, finde ich. No. Vier, fünf. Nein. Ja, dann warte mal, der ja, das Ding. Wenn ich verzähle, scheiße, Rottler. Ja. Ja, das sieht aber an sich ganz nett. Muss ich sagen. Mhm, den Rest machst du weiß. Weiß. Einen perfekten Umkleideraum. Hast du da irgendwas Perverses vorher? Nee. Lila, weiß. Ah, okay, ja. So, okay, wir machen das. Na, ja, das ist weiß. Also. Ja, aber ich wollte jetzt mal probieren, ob das, ob du das aufhältst, aber nee, okay, das geht nicht. Wäre das. Aber. Ist das weiß? Was sieht das bei mir? Das ist weiß, weiß, ja. Okay. Ohne Mist, bei mir sieht es so aus, wenn ich schräg davor gucke, wie so. Wie blau, das, ja. Blau. Kann aber sein, jetzt okay, kommt ja gar niemand mehr, 19 Uhr. Vielleicht muss es sogar jetzt schließen. Kann das sein? Goh, ich hab zu tun hier. Dann machen wir. Oh, schwarz sieht auch cool aus. Okay, schließen wir erstmal. Geht das? Oh ja. Versteht, du kannst das Fitnessstudio nicht zwischen 7 Uhr morgens. Ich habe keine Ahnung, Rest kann ich nicht lesen. Kann ich auch nicht lesen. Okay, das ist ja dumm gemacht. Na, probier's einfach. Ja, hab ich doch schon gedrückt. Achso. Nicht zwischen 7 Uhr morgens und wahrscheinlich 20 Uhr abends schließen oder so. Ich weiß nicht genau. Hm. Ja, dann machen wir noch bitte, Leute. Machen wir die Kerle. Blau haben wir schon. Schwarz-Rot. Ja, da schlägt es dich um Fitti. Hast recht, Speedy, da steht tatsächlich eine Prozentzahl. Ja, blau hätte jetzt besser gepasst. Aber. Ja, schwarz ist aber auch gleich straff. Ja. Ist aber nicht so geil. Nee, ja, ich meine von der Farbdeckung her. Also es. Ja, ja. Wenn du da den ganzen Raum machst, dann hast du schon einen Dollgrum. Geil. Kann auch vielleicht. Ja. Alles, was Leute zieht, du musst geschäftlich denken. Du kannst nicht mehr. Es geht ja darum, was dir Spaß macht, Spiel. Es geht darum, was Kohle bringt. Wichtige Gym-Dollars. Jetzt würde es mich interessieren, wenn ich den Angestellten einstelle. Und der würde dann wahrscheinlich dafür sorgen, dass es sauber bleibt hier. Das kann sein, ja. Weiß ich aber, hat aber irgendwas Edles. Schwarz, muss ich sagen. Ich meine, Dings natürlich so günstig gestellt. 1, 2, 3. Also, ihr dürft gerne Ideen einbringen, ne? Also, ich mache einfach irgendwelchen Mist, weil. Du bist doch voll dabei, alles gut.
Und nein, jetzt bitte, wir werden keinen Rot streichen. Bin ich zu blöd zum Zählen, sag mal. Das ist keine Frage, auf die ich eine Antwort möchte. Ne? Also, hättest du da keine gekriegt. Das ist nett für dich, danke. So, guck mal, wie schön es aussieht. Ihr könnt kommen. Alter, okay, ist echt krass. Das Fitnessstudio schließt. Das entscheidet aber noch ich, oder? Wer ist denn hier? Oder bist du zu Hause? Hallo? Schließen. Oh ja, jetzt ruckelt es schon hier. Ich will mich rausschmeißen. Mein eigenes Fitnessstudio will mich rausschmeißen, Leute. Gar nicht, ich muss noch die Wand zu Ende streichen, Leute. Ich habe doch morgen keine Zeit mehr, wenn die ganzen Leute kommen. Ich bin vermalt jetzt. Aber sehr egal. Ja, sieht doch schon mal noch was aus. Komisch, aber was soll's. So, Fitnessstudio schließt, dann ab geht's. Kann ich das? Nee. Muss ich da jetzt irgendwo schlafen gehen? Ist ja auch manchmal so. Ah, ja, haben wir eine Map. So, guck mal, was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's einen Boxring. Und hier ist ja mein Zuhause. Das sieht so aus, ja. Ja. Ich laufe mal hier runter. Vielleicht kann ich was essen gehen. Guck mal, was ist. Zweites Fitnessstudio kaufen. Ja, gut, 25.000. Gut, jetzt haben sie aber so gemacht, dass das gleich so teuer ist. Ja, klar, und ich denke, wenn du da die ganze Werbung hier zupflasterst noch. Ist noch ordentlich Kunden. Ja. Nichts los hier nachts. Komplette tote Hose. Ich wollte sagen, Bordsteine hochgeklappt. Ich wollte gerade sagen, du brauchst keine Angst, dass du überfahren wirst, weil da kommt ja nichts. Achso, da geht's gar nicht weiter, okay. habe ich doch gerade die ganze Zeit versucht. Tja, das Spiel sagt ja, du darfst es erst dann machen, wenn die das wollen. Ey, du hast gesagt, ich soll gehen. Ja, ich dachte auch. Hier ist das, was ich gesucht habe. Hallo. Ja, da bleibt bis morgen früh am Schild, da wartet. Das ist gut. Da stellt sich schon mal ein. Laufkundschaft ist meine liebste Kundschaft. So, nach Hause, auf geht's. Ja, ich hab gewusst, muss nach Hause gehen, pennen, volle Programm. Im Bett gehen und schlafen. Ja, das hätte man sich ja also doch sparen können, den extra Schritt. Wenn du nach Hause gehst, dass du automatisch schläfst vielleicht, ne? Aber naja. Also wo schläfst du in der Garage? Oh Gott. Ja, ich hab ja noch nie, ich hab ja nix. Heilige Mutter, ey. Jetzt wär's mal interessant. Schade. Nee, ist wirklich. Eine Kaschemme, ey. Ja, das ist aber so als Chef. Ja, man geht nicht wie ein Klunker, der hier drei Mercedes fährt und in einer dicken Villa wohnt. Muss ich erstmal also hocharbeiten. Mit Mercedes fange ich nie an. Das ist unter meiner Würde. Nur drei? Also ich will dir verkauft oder was? Das war ein Beispiel. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, was du wirklich hast. Moin. So. Fitnessstudio-Türen öffnen. Ja, das ist noch dort. Ich recht. Sag doch, da wartet. Junge, jetzt sind wir voll für euch da wieder. Morning. Fitnessstudio hat wieder geöffnet. So. Vielleicht die Farbe ganz geil. Machen wir weiter. Wird man, glaube ich, angezeigt, wenn ein Kunde kommt. Gar keine Ahnung, kann sein. Jetzt will ich eher noch was lassen. Es sieht nicht geil aus, aber ist egal. Habt ihr ein bisschen Farb hier rein? Ein bisschen Farb ins Fitti? Markus Rühl, wer stolz auf uns? Ja. Das Ganze, was willst du da sagen? Was willst du da sagen? Das ist, Markus, ich weiß ja, du siehst das auf jeden Fall hier, das Let's Test. Nimm's dir nicht übel. Das sind unwissende Protein-Junkies. Die wissen es einfach nicht besser. Ja, schon ein bisschen was von so einem Zirkuszelt hier. Passt auch wieder zu mir. So. Da könnte man doch noch mehr kaufen. Was könnte man noch kaufen? Krieg ich nochmal Level 3 Sommer, ist oder ewig. Man kann jetzt mit Fliesen noch ein Muster machen, wenn man das will. Tja, man muss halt jetzt einfach warten, dass Leute kommen. Das ist jetzt das Ding, ne? Du brauchst jetzt die Kundschaft, die erstmal kommt. Richtig geil.
Boah, so. Moin. Ja, jawohl, da ist er wieder. Jetzt kommen erstmal alle die, die sowieso schon einen Vertrag haben. Auf. Bon, hier. Das fährt sich ein bisschen. Warte mal, Olga, ich muss mal schnell hier. Wahrscheinlich kannst du das nicht, weil der Boden dreckig ist. Entweder das, ja, okay, wollte ich gerade gucken. Oder weil, ich habe jetzt gedacht, weil die drauf läuft vielleicht. Oder die Fliesen. Achso, weil ich, weil ich keine Fliesen mehr habe, genau. Die haut einfach wieder ab. Oh, Angestellten, das geht mir auf den Sack. Können wir aber mal wieder eine Trackschuhreihe. Neuer Artikel freigeschaltet. Neuer Ort. Level 3. Jetzt lass mich erstmal sauber machen. Da haben wir alles weg, ja. Oh ja. Alles gut, da passiert nichts. Also schon, ja. Die Ratten hier raus. Schön. Also, ja, geil. Ich habe jetzt gedacht, das rennt vielleicht die Viper weg, aber. Fitnessstudio Gestank. 75%. Bin den Müll bestimmt hier. Ja, müffelt's eben. Naja, halt Fitnessstudio, okay, Kulturnischer Garten. Oh, geil, kannst du eine Bohr anbauen? Okay. Vitaminbohr kaufen. Ja, hallo, ist ran mit dem Ding. Lalala. Warte mal. Mehr rausschaffen. So. Ah, jetzt erinnere mich an Gas Station Simulator. Da hast du auch ständig zu tun. Die sehen alle aus wie die liebsten Kunden, die trainieren wollen. Da wollen sie niedriges Mitglied schaffen, du Arschloch. Sollte da werden, dann wird nie was aus mir. Muss ich noch jahrelang in meiner Bude hier hausen. Und doch was im Pool. Geh zum Markt und kaufe Toast. Hallo. Proteinshake geben. Proteinshake, dazu gibt es ein Deo gratis. Das ist wahrscheinlich, brauchst du da noch das... Mal. Was ist mit dem hier? Ah. So, warte mal, du bist das mal hier. So. Na, die Maschine ist, füllen. Na, die ist halt noch leer. Da müssen wir wahrscheinlich erst Ei kaufen. Soll ich noch alles machen? Nee, ne. Ne. Was? Ein Fitnessstudio? Hallo? Würde ich warten. Tag. Verstehe gar nicht, was das Problem ist. So, da gibt es erstmal Toast. Und hier hat es da. Genau. White Powder. Wie geil. Ja, alles für alles haben wir. Die Kohle habe ich noch. Ich habe doch genug. Das ist natürlich aber cool und lustig gemacht, sag ich mal. Das du musst dich ja auch noch um deine Versorgung kümmern. Guten Tag! Oh. Ah, Standort bei der Figur. Na gut. Ja, mal. So. Ach so. Nee. Boah, Alter, ey, das ist. Hol dir doch so eine Angestellte, du hast doch genug Kohle. Ja, aber 300 am Tag. Wenn du 700 verdienst.
Naja, aber die sind ja bloß noch 2 Tage da. Ja, dann kommt neue. Ach, hier sein will einmal, willst du mich verarschen? Warte mal. So kann ich dich nicht gehen lassen. Alter, da hängt aber überall fest. Komm her, ja, komm her, ja. Du musst halt wirklich den Punkt treffen, ne? Jetzt. Ha! Du brauchst da was, komm. Tschüss. So, gut, dann kaufen wir uns mal einen Angestellten. Gucken wir mal, was da bringt. Bitte. So, aber ganz schnell jetzt hier. Dann hier auffüllen. Boah, okay, das ist... Ich dachte, ich kann jetzt einfach schön hintereinander wegdrücken. Du hast kein kochbares Essen mehr. Hab ich nur gut, das reicht ja dann dazu. Jetzt füllen wir den mal. Proteinpulver 3 von 5. Also 5 Wasser, also brauche ich noch 2 Proteinpulver, 2 Wasser. Ja, da macht's ja Ding. Wahnsinn. Also Proteinpulver aufkaufen. Wasser. Und auf der gegenüberliegenden Seite waren die gelben Dinger, die wollte. Aber ich weiß halt nicht, ob das unterschiedlich ist. Also da auf der gegenüberliegenden. Also eben ringsrum laufen. Um dieses Regal. Ja, genau. Ach, das sind Snacks. Ah, okay. Protein-Snacks. Okay. Was es denn alles gibt, ey. Ja, da gibt's einiges. Mensch, komm da einfach rein. Ja? Da ist noch für das, da ist noch für der Typ. So, der hat schön sauber gemacht, das hat geklappt. Schön. Jetzt aber. 100%. So. Dann. Was mach ich damit jetzt? Naja, wenn es einer haben will, aber es wollte nee, ja noch... Stand aber da als, doch, stand da als Aufgabe, backe einen Toast. Habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung, sorry. Ich habe bloß gesehen, Toast auffüllen. Deshalb habe ich das gemacht, fix. Wir haben schon mal 3 Proteinshakes von Fall der Fälle. Was ist los? Das ist der Angestellter. Ich weiß schon. Aber das sieht auch wirklich aus wie ein absoluter Larry, ne? Ja. So, weiter geht's. Fliesen. Was wollte ich machen? Das. Nicht. Genau. So, da und da. Und dann wollte ich hier durchziehen noch. Scheiße, es geht nicht auf. Warum nicht? Blöd aus jetzt. Wie machen wir jetzt einen Weg? Wie macht das so schön aussieht? Ach, sehr geil. Oder einfach die noch nach hinten ziehen. Ja. Genau, so. Das geht. Dann können wir vielleicht irgendwann ins Quer machen, oder? Ja. Zwischen die Geräte. Das geht auch relativ easy. Finde ich gar nicht so schlecht. Sieht total scheiße aus, aber ist egal jetzt. Ist egal. Könnte ich eigentlich den Tisch. Ne, da bleibt hier stehen, okay. So, habe ich noch Mitglieder, das sind die Verträge alle schon. Da bin ich ja noch. Geschätzte, nur fast 1000er. Und ich habe Level 3 und kann ja auch neues Zeug kaufen jetzt, Leute. Richtig, ja. Oh ja.
Menschenskinders. So, da haben wir nämlich Ausrüstung. Die kann man jetzt alle kaufen. Oh, die hat aber richtig teuer. Ach, Haltbarkeit. Ah, ne, okay, das hat nichts zu sagen. Oh, Tierlevel 3. So, das musst du dann angucken. Das ist für Anfänger und dann gibt es noch Fortgeschrittene. Okay, das ist ja auch Bill Quatsch eigentlich, aber. Wollen wir mal das Dekoration. Oh, cool. Was ist denn das? Lautspeicher. Oh ja. Ja, sofort. Das kicken wir uns mal an, Leute. So, Baluf, ja. Machen wir erstmal nochmal was für die Fortgeschrittenen hier. Aber ist das nicht genau das, was drüben steht? Das ist genau dasselbe, was drüben steht, aber es hat eine andere Tierstufe. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher so Anfängergerät ist. Ach so, na gut, optisch sieht es ein bisschen abgeranzter aus, ja. Geil. Nein. Nee, jetzt zieh ich das durch, Leute. Pumping Iron. Ziemlich doof gemacht, eigentlich. Erinnert so ein bisschen an Co-Keeper Fische angeln. Muss ich immer in den orangen Bereich drücken. Denke ich mal. Ja, sieht so aus, oder? Ja, so, noch einmal los. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Ja, Hulk, Junge, Hulk. Oh, geil, Kutsche. Oh, gut, ich dachte jetzt. Ist nicht gut, wenn ich die alle benutzen kann, mache ich das jetzt auch. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt gucken wir noch Lautsprecher. Decoration. Erstmal Fernseher. Das würde mich auch mal interessieren, ob das geht. Oh, cool, kannst du da quer hin. Macht's die Sinn? Fällt schon hier drüben eigentlich. Neben der Bar, ja. Ist das jetzt richtig so? Ich hätte gesagt, das ist da. Also Emil drehen, dass der Pfeil unten ist. Gut. So. Ja. Logischerweise. Denkst du? Richtig, hast recht. Nice. So, dann meine Box. Haben wir natürlich jetzt nur eine gekauft. Das sind Abboxen, oder? Sind das nicht Lichter? Ich weiß es nicht. Eine Box und ein Fernseher. Wo nichts kommt. So. Haben wir auch gekauft. Ah, cool, ich kann solche Bilder jetzt aufhängen, endlich. Ah ja, das will ich haben, ja. Ach, geil, ja. Never stop until you win. Ist ja dumm. Ja, genau. Hör auf mit Denken, fang an es zu machen. Da haben wir da jetzt bestimmt auch wieder bei Decoration, genau. Ja, kannst schon ein bisschen was machen, ist schon cool. So. Nice. Ist verkehrt drin. Wirklich? Oh, scheiße, ja. Okay, ich komme mit dem Pfeil echt nicht klar. Aber schön ist, dass man es wieder wegnehmen kann. Das finde ich immer sehr gut. Das wäre aber kacke, wenn nicht, ne? Sonst könntest du ja nie was verändern wieder. Ja, musst halt dann nächste kaufen, ne? Und dann gab's doch noch, genau, Umkleider. Ne, Level 4, okay. Farbenfliesen extra. Automat 7. Ausrüstung.
Können wir irgendwas machen, was wir noch gar nicht haben? Nee. Gut. Das kann man vielleicht mal machen. Kostet 3000. 10 Stunden, okay. Boah, boah, teuer, ne? Werbung ja. Schalten. Das ist schon teuer. So, aber vielleicht bringt's was. Dann wollte ich jetzt aber eigentlich gucken, wo war das jetzt mit dem Kleider? Mit der Sauna und sowas, wo war das drin? Ich weiß nicht mehr. Ist hier drin? Ja, Umkleideraum männlich, weiblich musste, glaube ich, oben drauf gehen, ne? Ja, das ist so, ich mach was her. Meine Dusche wäre alt. Ah ja, genau, hier ist es. Meine Dusche wäre eigentlich gut. Level 6, okay. Schade. Ja, da kannst du auch ein bisschen. Bah. Warum eine Dusche, wenn du die Leute auch mit deinem Deodorant besprühen kannst, ne? Ist ja richtig, ist ja richtig. So, ja. Ich glaube, die Werbung, die ich gerade mal sehe, was da läuft. Ja, mal ein bisschen mehr Begeisterung bitte von mir für dich, ja? Da, da. Gucken, ah. Come to Jim Beam. Okay, komm, dann noch mal. Ist schon geil. Aber ist schon geil. Jim Beam. Oh, nee. Warum ist da noch Kinder draufgekürzt? Das wären sie nicht doof, denke ich. Aber ist das immer so Jim 24, Ultra Jim, Golden Jim, Iron Maiden, Super Hyper Fatzen Jim. Aber Jim Beam, das ist doch mal geil. Ist doch ein bisschen lustig, nicht? Aber so dieses Bierernste. Da gehen vielleicht alle solche ganz zu vielen Kotzbrocken, Hackfressen rein, die denken, die sind die geilsten Typen der Welt. So wie ich zum Beispiel. Ja, und die anderen Leute pöbeln die ganze Zeit. Nein, das mache ich nicht tatsächlich. Ihr könnt ja zu mir kommen, ist viel cooler. Räumt mal ein bisschen euer Zeug weg, ja? Kann ich ja anwerben. Trainingsherausforderung. So. 100 Gym, 150 Gym. Ich fordere dich heraus. Los geht's. Ach so, Dollar. Okay. Habe ich mich wieder aufs Ei gelassen. Komm schon. Alter, hierfür muss ich drücken für den zweiten Satz. Ich glaube, ich mache das auch irgendwie falsch. Oder? Ich verstehe das Ding nicht. Naja, scheiß drauf. Ich wollte dich gewinnen lassen. Abgedust. Das ist aber voll der Gange, ey, dass du zu mir kommst, ja. Dann könnte ich dir jetzt hier einen Snack essen eigentlich. Oder steht schon wieder jemand im Gym? Mensch, komm doch einfach rein, Junge. Das ist ein Trottel, ist das. Vor allem, was passiert, wenn du das zweite kaufst, ne? Machst du dann einfach, erweiterst du es oder kriegst du direkt eine neue? Sieht so aus, als wenn du einfach mehr Platz hast daneben. Als ob es erweitert wird einfach, ne? Wollen wir es mal machen? Ja, nee, oh Gott, kann ich auch mal. Dann sind die alle draußen, die Schweine. Weil du hier bist. Seitdem du hier bist, läuft überhaupt nichts mehr. Hoppa! Hoppa, bopp! Kriegst du nämlich, ja. Kriegst du eine, ja. Und du. Dampfer mal. Hey, ist 3% dreckig. Wofür bezahle ich dich denn für 300? Dann schmeiß ich raus jetzt, ja. Kann ich alleine machen. Das ist. Also wirklich, also das. Das macht. Eigentlich gibt es ja immer so ein Dreh, den habe ich ja nicht, aber so ein Dresen, wo du die Klamotten dann abholen könntest. Aber das ist ja noch nicht hier. Ich hätte mir bei mal Bodenfliesen gewünscht, muss ich sagen. Ach, hier kannst du dann Snacks reintun wahrscheinlich. Hä? Ich denke, den musst du draußen im Mülleimer tun, also in der Tonne. Ja, wahrscheinlich. So.
Vitaminbohrer. Das ist ja so dumm. Ich habe es Arbeit zu, wenn du nichts zu tun hast. Ne? Das ist halt so. Schön abgestandener Proteinshake vor einer Woche aufgefüllt. Ich wollte gerade sagen, ja, aber es wird nicht schlecht. Richtig widerlich. Aber wie die Blöcke aussieht, das ist wirklich keine Sau. Ja, es sei Proteinshakes, ist halt. Ne? Ich mag die eigentlich. Naja, es ist. Aber ich würde keinen Proteinshake aus dem Glas, also ich mag das nicht, wenn die. Es gibt ja die Fitnessstudios, die mit Löffel oder so, da ist nicht meins. Muss die schön geshakt werden, das Ding. Ja, es dauert halt immer, ne? Also, eh da mal was passiert. So, ja. Ja. Dann habe ich mein Fitnessstudio so schön gemacht. Wollen wir noch was an der Wand klatschen? Eieiei. Was denn? Nicht. Stay strong and never give up. Oh Gott. Pfeil nach unten. Oh, ist falscher. Wechsel mal die Umkleiden. Wo ja umgedreht eigentlich lustiger wäre, ne? Frauen bei. Ja, ist ja cool. So. Knallen wir noch so Ding ran. Schön. An sich so mit der Deko und so ist schon eine lustige Idee, finde ich. Also wenn du jetzt wirklich richtig Bock und Zeit reinsteckst, cooler fände ich noch, wenn du noch bei Wände ziehen kannst, irgendwie selber die Bereiche abtrennen. Ich glaube, das stand sogar auf Steam. Na, ich glaube, das geht dann noch irgendwann. Aber ehe es mal losgeht hier halt, boah. Wahrscheinlich, wenn du es größer machst, dann, ja. Ja, ist jetzt nicht, ist nicht der aufregendste Job, Leute. Überlegt es euch bitte. Wollt ihr Fitnessstudio-Besitzer werden? Weil hier hast du Tier 2 und hier hast du ja Tier 1. Hm. Dann weiß ich nicht, ob wenn du jetzt Tier 2 machst, ob dann andere Leute kommen, die vielleicht auch andere Verträge wollen oder so, ne? Kann sein, ja. Schon mordspannend, so für die. Könnt ihr eigentlich noch einen einstellen? Nee. Ich kann einen entlassen, ja, tatsächlich. Und da ist gleich Lena abgehauen oder was? Nur 20 Uhr. Das ist gleich wieder Schluss, Leutenschluss. War es 20.30 Uhr oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, glaub schon. Was der Stern hier ist, 33%, weiß ich auch nicht. Vielleicht Optik? Keine Ahnung. Oder Missionsfortschritt? So was kann auch sein, ja. Motivationszitat nennen die das. Gute Soundbar. Oh, da kannst du aber halt nichts machen, schade. So, guck mal, ob du jetzt die Bude schließen kannst. Nein. Das ist halt ein bisschen blöd, dass du einfach sagen kannst, das passiert ja auch nicht mehr, weil keiner hier mal rumläuft. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nee, das stimmt. Das zieht ja, also, ja, da in der Zeit kannst du bauen und machen und tun, aber es zieht halt unnötig in die Länge. Das ist richtig, ja. Vor allem ist es 20.15 Uhr. 21 Uhr sogar. Normalerweise. Jetzt. Okay. 21 Uhr kannst du schließen. Ah, ziehen wir den Bums. Gucken wir uns noch den nächsten Tag an. Es ist jetzt 1 Stunde 4 Minuten. Boah. Ich habe da mein wunderschönes Haus. Also wirklich mal Fitnessstudio-Pens, ganz ehrlich. Oder?
Ja. Definitiv, also. Jedenfalls sauberer als hier. Das war's. Dem bevor das beendet, hallo lieber Spieler, wir hoffen, dass du da Spaß hast, nachdem wir unser Spiel gehabt hast, bla bla. Hat dir das Spiel gefallen? Ja. Ja, auf jeden Fall, kann man schon sagen. An sich, ja. Fehler gefunden, ja, aber wie soll ich das jetzt schreiben? Typing an Schild. Ja, Fehler, gut, Fehler ist der Bugs oder so, gab's. Ja, Typing an. Das müsst ihr auf Englisch schreiben, aber. So geil, würde G-E-Y, hä? Mhm. Das wäre, ja, nicht ganz. Also geil nee, wäre dann mit U. E, Y. U, Y. Das. Nee, so nehmen wir doch das E weg. Hä, hey, ich hab doch nur jetzt aber. Ach, jetzt, okay. Jetzt, ja, meine ich. Mikrofon hängt vor Tastatur. So, immer noch Ausreden suchen, Leute, da fällt es dann auf, dass man dumm ist. Du hättest Cyber auf Deutsch schreiben. Geil. Ja. Hanging. Bild. Am Schuh. Meine Fresse nochmal. Ja, das sehe ich selber. Baku. Verdammt nochmal. Habe ich das richtig? Bild. Ja, oder? Ja. Ja. So geil hängen. Ich war erst sagen, was willst du wieder? Ja. Schön. Dann machen wir mal einen schönen Desktop-Abmod. Ja. Ja, Leute, wenn ihr so fitnessbegeistert seid wie ich und die anderen zwei Jungs, habt ihr gehört, haben wir Freude strahlend. Sind so in die Höhe gesprungen, als wow. Ging. Wow! Wenn ihr auf sowas Bock habt, könnt ihr das gerne mal runterladen. Ist ja kostenlos, warum nicht? Ihr habt zumindest ein bisschen Zeit, alles bis zur Stufe 3 zu dekorieren, sage ich mal. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht noch Wände einziehen kann und sowas. Ist auch immer ein Simulator, es dauert halt, ne? Aber das. Cool finde ich, dass du das Fitti gestalten kannst und so die Geräte reinstellen, wie du es gerne möchtest. Das ist cool. Was mir auch mal an die Simulatoren, an der Tankstellen-Simulator, den ich hatte, nicht so gefallen hat. Du hast ja diese Kundschaft, du musst die bedienen und das wird halt irgendwann stupide, ne? Und das wird auch irgendwann viel. Du rennst dann dort zum Eiweißshake, rennst dann dorthin. Das macht das Spiel ja irgendwo aus, aber das Bauen finde ich jetzt an sich cooler. Aber kann man mal machen, sage ich mal, ne? Leute. Tja. Also, kommt bitte ins Gym Beam. Und. Ansonsten, ja, lass mal eine Handscheibe da. Gym bitte. Tja, ich komme persönlich nur ins Gym Beam, wenn es ein Gym Beam gibt. Aber da es den dort leider nicht gibt, fällt es schon mal flach. Ansonsten noch nicht. Stemmt mir Eisen, meine Freunde. Ja, geht auch bei nur stemmt mir Eisen. Ja, ich gehe nur ins Fitti, um den linken Arm zu trainieren. Na, in dem Sinne, bis zur nächsten Demo. Macht's gut. Tschüss. Das sieht man aber, mehr Täter echt gut, echt gut. Aber nur links. Ah, da müsste ich die Türen breiter machen, wenn du reinkommst. Arschloch. Wegen Kreuz. Schön.